Hallo Leute, ihr möchtet gut schlafen und ihr braucht einen richtig krassen Schlaftier und alles wiegt im Laden nicht und es ist zu teuer im Laden, dann seid ihr genau hier richtig. Ich zeige euch 5 Teesorten, die könnt ihr alle zusammen mischen und die werden euch umhauen und ihr könnt auch richtig gut schlafen. Ich habe das ausprobiert, hat gut geklappt. Ich kenne jetzt 3 Leute, die das genau das gleiche bestätigen, dass der Tee einfach gut ist. Und Leute, das ist einmal Hopfen, dann haben wir Passionsblume, dann haben wir einmal Baldrianwurzel, Süßholz und Spitzwegerich. Das werden wir jetzt pflücken und wir sehen uns gleich in der Natur. Viel Spaß beim Video! So sieht der Spitzwegerich aus. Ist eine schöne Quelle hier. Wir haben wirklich ganz viel hier, ganz sauber. Die nehmen wir jetzt erstmal mit. Auch der Marienkäfer weiß, Spitzwegerich ist gesund. Ha, wie schön. Das sieht ja cool aus. Sehr, sehr schöne Aufnahme. So, da habe ich hier erstmal eine schöne Tüte dabei. Wir werden jetzt erstmal schön pflücken. Ah, okay. Ja, die sehen halt wirklich sehr gut aus. Da ist zwischen ein bisschen Löwenzahn, da müssen wir drauf aufpassen. Löwenzahn ist jetzt essbar, alles gut. Aber ist ja sehr einfach zu erkennen. Ich habe auch noch ein Video verlinkt oben für euch. Da habt ihr nochmal die Merkmale von der Spitzwegerichpflanze, wenn ihr unsicher damit seid. So, wir werden die jetzt erstmal pflücken für den schönen Schlaftee, weil das ist sehr wichtig. Und mehr pflücken wir nicht, weil wir lassen das für die Natur ein bisschen. Ja, Leute, da haben wir jetzt unsere Ausbeutung. Die haben wir schon mal gut gepflückt, gut geerntet. Ich habe jetzt geguckt, dass da keine Tiere drin sind. Ja, die werden jetzt erstmal schön gewaschen und dann werden die getrocknet für den Tee. Ja, weiter geht's, Leute. So, und jetzt wird schön gewaschen, Leute. Und und sauber, Leute. Ja, schaut mal, ich bin schon mal ein bisschen weiter vorangekommen. Ne, die sind halt so schön, schon gut trocken, aber noch nicht trocken genug. Ich habe die jetzt so einen Tag stehen gelassen, getrocknet. Das hat mir da aber zu lange gedauert. Deswegen habe ich die jetzt erstmal in den Ofen gepackt. Die sind jetzt ungefähr 20 Minuten drin für 30 Grad. Aber hier, schaut mal, die sind ja immer noch nicht knusprig, ne? Da ist noch richtig viel Feuchtigkeit drin. So, Leute, jetzt werde ich hier schön die ganzen Tees raufpacken, die wir jetzt brauchen. Das erste, was ich hier raufpacke, ist erstmal Passionsblume. Das ist die erste Zutat, die wir brauchen. So, jetzt seht ihr das auch. Wir brauchen ungefähr, oder ich brauche ungefähr, weil die Bestellung ist sehr groß, die ich hier habe. Ich glaube, so, erstmal Passionsblume. Dann die wunderschöne Baldrianwurzel. So. Der Hopfentee, den könnt ihr auch draußen pflücken. Es gibt oft viele Gebüsche, die man pflücken kann. Aber ich habe das auch gekauft. Da nehmen wir auch noch mal ein bisschen was von. So. Dann noch einmal Süßholz. Da müsst ihr aber ein bisschen aufpassen, weil wenn ihr zu viel macht, dann schmeckt der Tee nur nach süß und das ist wirklich eklig. Deswegen da nehmt ihr ungefähr weniger als 1/20 oder noch weniger. Das da dürft ihr nicht übertreiben mit. Ich nehme ungefähr so viel. Das reicht auch komplett. Ja, und jetzt kommt der Spitzwegerich, den wir schön gepflückt haben im Wald. Bei dem kann man auf jeden Fall hier bekommen. Und dann werden wir alles zusammenmischen und dann haben wir einen wunderschönen Schlaftee. Ja, so sieht das jetzt aus. Komplett trocken. Und wenn ihr seht, wenn ich so mache, fallen die alle auseinander. Genauso wollen wir das haben. Und ich werde die jetzt erstmal ein bisschen klein machen und dann werden wir die in den Tee reinmischen. Kommt das letzte. Oh, sieht man das überhaupt?
nicht so richtig, ne? Ich packe das hier jetzt aber hin. Und der Spitzwegel. Das sind die 5 Sorten, die wir brauchen für den Schlaftee. Ich werde das jetzt ein bisschen nochmal so klein machen. So. Ja, ich hole jetzt gerade ein bisschen ist noch weich. Die holen wir auf jeden Fall raus, weil die machen dann den Tee unstabil, sage ich mal. So. Das ist schön klein gemacht. So, und jetzt werde ich die alle zusammenmischen. Tee ist halt wirklich wichtig, Schlaftee auf jeden Fall für den guten Schlaf, weil manchmal vergisst man, wie wichtig Schlaf ist, weil man hat halt einfach viel mehr Energie, wenn man einen guten Schlaf hat. Ich habe das jetzt lange nicht mehr, habe ich gemerkt, weil ich zu spät Kaffee trinke. Da merkt man, so eine kleine Sache einfach den Schlaf kaputt macht und dann generell schlechte Laune. Keine Lust, irgendwas zu starten. Man kann nicht richtig einschlafen, weil man komplett gestresst ist im Tag, weil man was machen musste. Ne, man hat viel zu tun, dann macht man alles. Und man kann sich nicht ausruhen und dann ist der Schlaf auch schlecht. Und da hilft der Tee, der Schlaftee, verdammt gut. Ich bereite ihn auch so ein bisschen anders vor. Ich koche ihn noch ein bisschen, so für 3 Minuten im Topf, dass er intensiver und stärker wird. So wird er aber auch ein bisschen bitterer, das müsst ihr bedenken. Aber für Leute, die sich dran tasten möchten erstmal, ist es am besten einfach, das schön in der Tasse reinzupacken. So 4-5 Gramm. Ich mache immer so 20 Gramm, dann wirkt das auch mehr zum Einschlafen. Und dann einfach kochendes Wasser rein und dann für 20 Minuten ziehen lassen. Und dann hat man auch schon seine schöne Wirkung. Das merkt man auf jeden Fall, wenn man nächsten Tag aufsteht und trinkt. Und ich merke das, wenn ich im Bett liege, dann merkt man so, wie dieser Tee in diesen Körper wirkt. Und dann schläft man richtig gut ein. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich packe die jetzt erstmal hier rein. So, ich habe das jetzt auf 3 aufgeteilt. Aber ich sehe gerade, ich habe so viel Tee zubereitet, das passt gar nicht in die Gläser rein. Aber dann behalte ich erstmal was für mich. Uhuhu. Und voll. Voller geht's wirklich nicht. Ey. Wow. Riecht auch richtig lecker, finde ich. Findet er, glaube ich, sehr gut. Ja. Wenn es euch geschmeckt hat und geduftet hat und ihr konntet gut schlafen mit dem Tee, dann zeigt mir das in den Kommentaren, abonniert gerne und schreibt mal gerne mal rein, welchen Schlaftee ihr benutzt, weil es gibt ja noch voll viel. Kamille, Melisse, Lavendel, ich habe so viele Schlaftees. Das würde ich mal sehr interessieren, weil ich könnte vielleicht noch ein Video machen über einen schönen Schlaftee. Und ja, haut rein. Tschüssi. Man riecht auf jeden Fall den Spitzwegel raus. Ich mache mir jetzt erstmal Tee. Tschüss.